Bei den Wohnmobilen nennt man sie die Königsklasse, die voll integrierten. Hier reicht der Wohnraum vom Fahrerhaus bis ans Heck, selbst das Cockpit kann genutzt werden. Auf dem Caravan-Salon zeigen sich unter anderem zwei neue Fahrzeuge der hochpreisigen Klasse. Ein Neuling in der Königsklasse kommt aus dem Hause Malibu, eine Tochtermarke des Premium-Anbieters Carthago. Der royale Newcomer basiert auf einem Fiat Ducato und ist mit 68.200 Euro ein Schnäppchen. Äußerlich erinnert der Malibu an die Fahrzeuge des Mutterhauses Carthago. Doch vor allem im Innenraum erscheint der Vollintegrierte wesentlich frischer. Etwas mehr muss der Campingkunde in die Hand nehmen, soll es einer der neuen Integrierten der Marke Knaus sein. Der Knaus Sun E spielt in der gehobenen Mittelklasse und ist mit einem Preis von 96.800 Euro zwar kein Schnäppchen, doch gibt es viele Hersteller, die hier mit über 100.000 Euro deutlich mehr verlangen. Der 8,82 Meter lange Raumgleiter basiert auf einem Fiat Ducato mit Tandem-Achs-Chassis und bringt stattliche 5 Tonnen auf die Waage. Der Innenraum versucht durch sein eindrucksvolles und hochwertiges Design zu überzeugen. Die Möbel erscheinen, wie es sich für ein Topmodell gehört, hochwertig und laden ein, den ein oder anderen regnerischen Nachmittag im Knaus Sun E zu verbringen.